Hallo ihr Lieben, mein Name ist Birgit, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Von mir gibt es heute wirklich auch mal ein Adventskalender-Unboxing, ausnahmsweise. Ich will nämlich nicht spoilern, aber ich wurde aufmerksam gemacht auf einen ganz tollen Adventskalender von parfum.de und der ist einfach super klasse zum Verschenken geeignet. Ich habe mir den jetzt zweimal bestellt und werde den an meine Mutter und meine Schwiegermutter weitergeben. Und deshalb dachte ich mir, ich kann das ausnahmsweise auch mal machen, denn die Sachen kommen einzeln und man muss es eh selbst befüllen, also es ist eher was zum Verschenken. Wollte ich einfach auch so als Tipp mal weitergeben und euch zeigen. Die Säckchen sehen so aus, finde ich sehr süß und ich glaube, ich musste das aufhängen. Also ich glaube, man muss es wirklich aufhängen, um es entsprechend zu befüllen. Bin gespannt, wie das dann im Ganzen aussieht. Aber ich fand die sehr niedlich. Ja. Also wie gesagt, die Sachen liegen einzeln im Paket drin. Ich ziehe die jetzt einfach mal raus und zeige euch, was ich hier so habe. Dafür setze ich, glaube ich, besser die Brille auf, weil sonst kann ich bestimmt wieder nichts lesen, wie ich mich kenne. So, das wäre zum Beispiel einmal das Softly von Jill Sander. Das ist ein Showergel und ich fand es eigentlich auch ganz toll, dass das sehr altbekannte Marken sind. Also die kennen die Damen auch, ne? Auch wenn sie schon ein bisschen älter sind. Dann haben wir hier von Gucci eine Perfumed Body Lotion, Pour Femme. Finde ich sehr schön. Sieht auf jeden Fall auch geschmackvoll aus. Leider riecht man nichts. Aber ich wäre jetzt sehr neugierig, was da, wie das so schnuppert. Ne? Wobei ich an sich nicht so der Parfüm-Typ bin. Dann haben wir hier ein kleines Parfum von B. Plumerine. Wenn ich richtig lese, das sieht in der Verpackung jetzt so aus. Ich hoffe, es geht mit dem Licht. Es ist jetzt doch schon ein bisschen dunkel geworden. Ja. Das sieht so aus. Oh, riecht sehr, sehr gut. Und ich finde die Größen auch ganz schön. Dann kann man auch mal was aufbrauchen, ne? Und hat es nicht immer nur rumstehen. Moment, ich mache mal kurz Licht. So, ich hoffe, jetzt ist es besser. Dann haben wir hier von Clinique ein Hydrating Supercharged Concentrate. Das ist jetzt eine kleine Größe, aber ich mag die Clinique Sachen sehr gerne. Da gibt es auch noch was, und zwar ein 7-Day Scrub Cream. Eine 7-Day Scrub Cream. Ja, ich werde also noch Zettelchen dranhängen, dass die genau wissen dann auch, wofür die Sachen geeignet sind oder gedacht sind, weil ich nicht weiß, ob die das so lesen können. Englisch können beide nicht. Wobei manche Sachen einfach auch selbsterklärend sind. Ne? Von Biotherm gibt es ein Lady Gommage. Das ist auf jeden Fall eine Milk. Gentle Exfoliating Milk. Biotherm ist auch immer schön. Mag ich auch gerne. Dann gibt es ein Parfum Boom heißt es. Sehr niedlich. Sieht doch süß aus. Und riecht aber verhältnismäßig süßlich. Bin ich sehr gespannt, was meine Mutter zu dem Adventskalender sagt. Also ich glaube, das könnte ihr sehr gut gefallen. Es ist auch schwer, immer ein Geschenk zu finden. Ne? Was haben wir denn hier? Vom Herr Doktor. 1-2-Phasen Thermo Conditioner. Auch eine coole Idee für trockene Haare vermutlich. Ja. Da bin ich neugierig. Von Helena Rubinstein All Mascaras Make-up Remover.
Das sieht doch mal cool aus, oder? Ich liebe diese Farbe. Das ist zwei Phasen teilt, seht ihr das? Das ist so geteilt. Sieht man, ne? Sehr cool. Dann ein Pröbchen von Alive Boss. Kann ich jetzt so nichts. Es scheint gut zu riechen. Ich kenne die Marke nicht. Also ich kenne die Marke schon, aber ich kenne das Parfum nicht. Ich bin ja nicht so. Na, also ich habe immer nur. Ich hatte immer das Coco Chanel und oh, ich muss es unbedingt mal wegschaffen. Das ist, glaube ich, schon über 20 Jahre alt. Nein, es ist schon mehr als 20 Jahre. Dann haben wir hier ein weiteres Parfum von One. G. Keine Ahnung, vielleicht ist das eine Eigenmarke. Ist auch sehr niedlich, oder? Die kleinen Flakons sind ja schon süß. Das riecht sehr gut. Bisschen blumig, aber auch süß. Dann gibt es einen Pinsel von Lacombe. Ist eine Rose drauf. Ne? Das ist so ein kleiner Reisepinsel eigentlich. Ist halt irgendwie auch mal was anderes. Ich habe keine Ahnung, wie meine Mutter mit Pinsel ausgestattet ist. Ich glaube, die benutzt sowas gar nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sich darüber schon freut. Weil die ist auch immer schon sehr offen für solche Sachen und auch schon jemand, der sich immer gut zurecht macht. Ne? Sie ist jetzt 80 und immer noch eine gute Erscheinung. Also muss ich sagen. Von Gucci Bloom gibt es eine Bodylotion. Die riecht auch sehr blumig schon so durch die Verpackung. Genau. Dann gibt es von Mikalev Art and Perfume Ananda heißt das, Pure Hand Gel. Also ich habe nachgeguckt, was das sein soll, weil ich das so nicht erkennen kann. Aber das ist wohl ein Synthesizer. Ja. Das geht in dieser Zeit ja überall und ständig. Dann haben wir hier von Lancaster ein Total Age Correction. Eine Total Age Correction. Retinol in Oil and Glow. Glow. Retinol in Oil and Glow Amplifier. Das ist auf jeden Fall was. Also sehr cool. Dann gibt es von Payot eine Patek Gris Schuhe. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Da muss ich auch nachgucken. Das ist also so eine Creme gegen Unreinheiten. Und die werde ich auf jeden Fall rausnehmen, weil das einfach in dem Alter kein so ein Thema mehr ist. Ne? Aber tue dann einfach ein paar andere Sachen rein. Ich habe schon ein paar Sachen besorgt. Dann gibt es hier von Jil Sander, Simply Jil Sander Rich Body Cream. Finde ich auch wieder super. Noch was, was ich rausnehmen werde, das ist ein Armband von Jimmy Choo. Und das ist ja immer so eine Sache in dem Alter. Also die tragen keine Armbänder in der Form mehr. Und das ist halt immer sehr Geschmackssache. Armbänder finde ich auch irgendwie schwierig. Würde ich nicht in einen Adventskalender packen, glaube ich. Ich fand es sehr süß. Es ist echt niedlich. Aber es ist irgendwie sehr klein, würde ich behaupten. Also weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Das habe ich auch zweimal dabei. Und ja, vielleicht gehe ich eins in die Verlosungskiste. Mal gucken. Aber schön ist es, ne? Ist schon niedlich. So, dann haben wir hier noch Live Cleansing, ein Toner, Sensitive Skin. Das finde ich auch sehr cool, auch in dieser Größe super. Sowas hat man ja meistens nicht so klein. Und das ist vermutlich eigentlich für die 24 gedacht. Das ist eine
Relaxing Dusche. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Und ich bin mega neugierig, wie sie die Sachen findet. Also fand ich auch toll, dieses Teil zu entdecken. Ne? Also es ist doch irgendwie schon mal was anderes, dieser Adventskalender. Und dann mit diesen süßen Söckchen. Dann habe ich hier von Escada ein Perfume Body eine Perfume Body Lotion. Man riecht nichts. Also wenn man ganz intensiv schnuppert, würde ich sagen, es riecht sehr frisch. Aber ich könnte es nicht garantieren. Fand ich auch schön. Dann gibt es einen Lippenstift von Yves Saint Laurent. Und zwar einen, die Nummer 01 62M503. Ich weiß nicht, ob das die Bezeichnung ist. Der ist also richtig, richtig rot. Also den lasse ich bei meiner Mutter auf jeden Fall drin. Bei meiner Schwiegermutter nehme ich den raus, weil die nimmt, glaube ich, keinen roten Lippenstift. Aber der sieht schon süß aus, ne? Doch. Schon edel. Und dann noch ein dekoratives Kosmetikteil. Und zwar von Clinique High Impact Mascara. Die habe ich ja selber schon mal gehabt, auch in klein, und die ist wirklich klasse. Die lasse ich natürlich bei meiner Mutter auch drin, weil Mascara benutzt sie, das weiß ich. Ja, und das war der eine komplette Adventskalender. Ich muss gerade mal zählen. Moment. Nein, es fehlt noch was, und zwar dieser kleine Engel war noch dabei. Das ist eine Seife, sehr süß, oder? Echt so schade zum Aufbrauchen. Ja, und das waren jetzt alle Teile. Ja, und das waren jetzt alle Teile von einem Adventskalender. Und dann gibt es hier den zweiten. Der ist im Prinzip gleich, hat aber so zwei, drei Sachen, die anders sind. Zum Beispiel gibt es hier von L'Odeur ein Parfum. Das sieht so aus, auch schön, ne? Also ich finde, die sehen sehr stilvoll aus. Riecht aber sehr erwachsen, ist. Ja gut, vielleicht da ganz gut angebracht. Also nicht süß, sehr schwer. Dann gibt es noch ein Parfum, Bella Vida. Auch sehr schön verpackt. Oh, ein Rosé, passend zu meiner Optik heute. Oh, das ist sehr süß wieder. Ein sehr starker Gegensatz. Krass. Noch ein anderes Gold Edition. Dafür fehlen natürlich hier drei andere, ne? Also es sind auch Parfums. Ah ja, das riecht auch gut. Sehr schön. Aber auch schwerer. So, und ansonsten sind die Sachen, glaube ich, identisch. Bis auf das Jimmy Choo Armband. Das ist hier vermutlich anders, oder? Ja, es ist das Gleiche, aber in einer anderen Optik. Auch sehr süß, ne? Also die finde ich ja auch schön. Ja, also ich habe mir jetzt überlegt, wisst ihr was, damit ihr auch was von diesem Unboxing habt, ich verlose einfach dieses Armband von Jimmy Choo. Vielleicht hat jemand von euch Lust darauf, an der Verlosung teilzunehmen. Schreibt mir einfach einen lieben Kommentar unten in die Kommentare mit Hashtag Parfüm.de, also
Hashtag Parfüm. Reicht? Genau. Und ja, ihr könnt mir auch mal schreiben, was euch am besten gefallen hat an diesem Adventskalender. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann verlose ich das Armband an jemanden von euch. Also wie gesagt, bei mir würde es passen. Aber zwei brauche ich ja nicht. Ja. Gut, das wäre doch mal vielleicht eine nette Idee. Ja, was haben wir noch? Ansonsten ist, glaube ich, alles gleich geblieben. Ich habe jetzt, bei meiner Schwiegermutter werde ich jetzt den Lippenstift und die Mascara rausnehmen. Und ich habe ein paar Sachen gekauft, die ich stattdessen in die Adventskalender mit reinnehmen würde. Aber dieser Adventskalender ist jetzt hier an dieser Stelle fertig. Wenn ihr Interesse daran habt, was ich noch so besorgt habe, dann bleibt dran, weil dann zeige ich euch die jetzt nämlich schnell noch. Und zwar habe ich zum Beispiel zwei Tassen besorgt. Die hier, Merry Christmas, die fand ich irgendwie ganz süß. Ich weiß nur nicht, ob sie in die Socken reinpassen. Muss ich mal ausprobieren erst noch. Ich hoffe, ich kriege die irgendwie rein. Oder ich bin sie dran. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Also die hätte ich gern für Weihnachten genommen. So als Highlight quasi. Dann habe ich noch diesen Wichtel hier besorgt. Den fand ich auch ganz niedlich. Vielleicht beim Teddy. Die haben immer ganz schöne Sachen. Und für meine Schwiegermutter hätte ich noch so einen Elch. Fand ich auch ganz süß. Und mein Highlight für den Nikolaustag wären diese Socken hier. Mein Mann hat gesagt, die ziehen die doch nicht an. Doch, sind doch Socken, oder? Socken kann man anziehen, auch mit 80 und älter. Ich fand es goldig. Naja, wenn nicht, soll es es mir geben. Ich ziehe es an. Ja, das waren jetzt erstmal so die Sachen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Lust auf die Verlosung habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ja, wenn ihr Lust auf diesen Adventskalender habt, auch den verlinke ich euch in der Infobox. Ich hatte noch einen Tipp gelesen, mit Advent 15 gab es 15% und das fand ich natürlich toll. Habe ich auch bekommen. Ich hoffe, es gibt den Kalender noch. Ich schreibe euch den Link auch runter. Gerade eben habe ich geguckt, gab es ihn noch. Ja, ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, vielleicht ein Abo, wenn ihr Lust habt. Ansonsten schönen Tag euch, lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao!